Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde FAQ mit Minecraft Hive MC, Hide and Seek, was auch immer Server. Wir sind ein Enchantment Table. Kann man das irgendwie sehen? Ja, da wäre mein Enchantment Table Kopf, weil ich dachte, in so einer Welt gibt es bestimmt viele Enchantment Tables. Irgendwie aber nicht. Und auf jeden Fall werde ich heute wieder ein paar Fragen beantworten, weil es sich jemand per Twitter gewünscht hatte. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Aber egal, nur deswegen mache ich das jetzt und ich glaube, wir können uns nicht super toll verstecken als Enchantment Table, so wie ich das gerade sehe. Aber okay, warte, hier schwarz, da passen wir hin. Hier gehen wir einfach rauf. So. Seeker has been released. Oh nein, der Seeker darf uns nicht finden. Na, können wir hier stehen? Wir können ja tatsächlich stehen. Jetzt können wir uns auch umschauen, gell? Ja. Nee, doch nicht. Was? Wir sind besser. Moment, Moment, Moment. Hin. Okay, wir dürfen uns anscheinend nicht bewegen. Warum auch immer. Keine Ahnung. Eine invalid location. Oh nein, invalid. Das ist invalid. Wo gehen wir jetzt hin? Ich weiß auch gar nicht. Ich kenne diese Map überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der Seeker gestartet ist und wo man sich gut verstecken könnte. Achso, die ist gar nicht echt. Ja, gut. Kein Plan. Da hinten ist der Seeker. Kommt der hierher? Ich hoffe nicht. Ah, doch, scheiße. Nee, doch nicht. Ah, Red Link, geh mal weg. Ich muss mir mal kurz einen Ort suchen, wo ich denn mal mich verstecken kann. Hier ist doch gut. Oh ja, hier neben so einem Bücherregal passt doch ein Enchantment Table hin. Ich hoffe, wir können hier auch stehen. Und ja, perfekt. Okay, dann können wir zur ersten Frage kommen. Xerno, hau ab, danke. Welche von Fabian Anibas? Fabian Anibas ist. Oh, wir haben ein Schwert. Können wir uns hier eigentlich umschauen? Ja, okay. Sobald man jetzt hin ist, kann man sich auch umschauen. Gut, gut. Und zwar hat er gefragt, Dizzy, hast du eine Konsole, beziehungsweise welche? Und ja, habe ich natürlich. Habe ich natürlich. Ja, das war ja so klar. Geh mal weg, du. Ich bin doch nur ein Enchantment Table. Hier sind so viele dieser Bücherregale. Können wir hier rein? Oh, Tatsache. Da hätten wir uns sogar noch besser verstecken können. Gehe ich halt hier hin. Da kommt keiner drauf. Au, hä? Hä? Der kann mich da runterschubsen, mein eigener Typ? Sein Ernst? Hä, wie? Ist das unser eigener Block? Ich habe keine Ahnung. Das sieht aus wie unser eigener Block. Okay, unser eigener Block backt hinter uns her. Das ist natürlich auch was Schönes. Okay, aber wir leben immer noch. Mann, jetzt kann ich gar keine Frage vorlesen. Moment. Gehen wir in dieses Haus. Da ist noch keiner drin, glaube ich. So. Stellen wir uns hier in die Ecke. Ja, okay. Und zwar, ob ich irgendwelche Konsolen hätte. Und ja, natürlich. Denn mein Bruder, also angefangen hat das, dass mein Bruder damals eine Nintendo 64 hatte. Und auf der durfte ich dann auch immer spielen. Er hat da immer The Legend of Zelda Ocarina of Time gespielt. Und dann durfte ich immer nur zugucken. Und das war richtig gruselig so als kleines Kind, aber auch richtig geil so zum Zugucken. Von daher war mein Bruder eigentlich der erste Let's Player, den ich kannte. Damals gab es, glaube ich, noch gar keine Let's Player. Und trotzdem war mein Bruder schon einer sozusagen. Das war richtig toll. Und ja, dann hatte ich da so Paper Mario und Pokémon Colosseum. Und Pokémon Colosseum 2, das waren so geile Spiele. Also echt, die sind mir echt im Gedächtnis geblieben. Paper Mario für den Nintendo 64, das war echt eines der geilsten Spiele, das ich jemals gespielt habe. Habe ich auch locker 5-mal durchgespielt. Fand ich richtig geil. Und Pokémon Colosseum konnte man halt auch immer so spielen. Gegen andere und das war so richtig schön 3D alles. Schade, dass es sowas nicht mehr gibt. Doch für die Wii gab es sowas ähnliches, aber das war irgendwie nicht mehr so cool. Da gab es auch so Minispiele und so, das war ganz toll. Natürlich auch Mario Kart und Banjo-Kazooie und sowas, wenn ihr das kennt, das ist natürlich auch cool. Aber im Gedächtnis geblieben ist mir halt eher Paper Mario und Pokémon Colosseum von den ganzen Spielen. Und halt The Legend of Zelda Ocarina of Time. Aber das war mir sogar eher noch zu... Oh Mann, da ist schon wieder einer. Das war mir eher noch zu gruselig. Ich glaube, wir sind gleich tot, aber egal. Ja, dann ging es weiter, dass ich irgendwann mal ein Game Boy Color bekommen habe, in lila. Da konnte man so in das Gehäuse reingucken, was da alles drin ist. Das war auch ganz cool. Mit, ich glaube, was ist das denn ernst? Ah, nein. Er schlägt das, passiert gar nichts. Okay, er verfolgt uns nicht mal. Was auch immer, stelle ich mich halt hier hin. Was habe ich gesagt? Also mein erstes Spiel war Biene Maja und Fried Feuerstein. Das war richtig geile Spiele und natürlich auch die Pokémon Gelbe Edition. Ja, ich hatte die Gelbe Edition, keine Blaue oder so. Immer nur die Gelbe, wo Pikachu hinter einem hergelaufen ist.
Und ja, da. Oh, stimmt. Pokémon Color, das war richtig cool. Da brauchte man ja früher immer diese LAN-Kabel für, damit man gegeneinander spielen kann in Pokémon. Und wir waren früher ganz schön häufig auf dem Campingplatz und da gab es dann so einen Ort, wo man immer hingehen konnte. Und da waren dann, weiß ich nicht, so 20 Leute vom Campingplatz, immer die ganzen Kinder vom Campingplatz haben sich da getroffen, um gegeneinander Pokémon zu spielen. Hat immer jeder sein Game Boy Color mitgenommen und sein LAN-Kabel für den Game Boy Color. Und dann haben sie halt gegeneinander gekämpft und getauscht und so. Das war richtig geil. Ja, das war echt cool. So ein richtig eigener Platz dafür. So, als wenn man in der Welt da ist. Als wenn man in so einer Pokémon-Welt leben würde. Ja, aber mein Game Boy Color habe ich leider irgendwann im Sandkasten verloren, als ich, glaube ich, 12 Jahre alt war. Wir haben gewonnen. Oh, das ging ja einfach. Wow, ich habe nicht mal eine Frage geschafft. Shit. Hä? Kacke. Geht nicht eine Runde sogar 5 Minuten? Ich habe 5 Minuten und nicht mal eine Frage ganz beantwortet. Wow. Naja, mein Game Boy Color habe ich verloren, als ich ungefähr 12 war im Sandkasten und nie wiedergefunden. Seitdem habe ich kein Game Boy Color mehr. RIP Game Boy Color. Da-da-dum. Da-da-dum. So, was können wir uns denn hier mal anschauen? Wir schauen uns das Bildchen an, während ich weiterziehe. Ja, das war mein Game Boy Color. Dann, was habe ich denn als nächstes bekommen? Irgendwann habe ich dann zu meinem Geburtstag, als wir in der Schweiz waren, Fragezeichen, kann auch Österreich gewesen, nee, ich glaube Schweiz. Als wir in der Schweiz waren, habe ich dann zum Geburtstag irgendwann mal einen GameCube bekommen. Das war quasi meine erste eigene Konsole. Mit Monster AG, Monsterball. Ja, da kam Monster AG raus. Da seht ihr mal, wie lange das her ist. Der erste Teil Monster AG. Und das war ganz cool. Was hatte ich dann auf der GameCube alles? Ich hatte Animal Crossing, habe ich richtig gesuchtet auf dem Spiel. Sind sogar ein paar Freunde zu mir hingekommen, nur damit wir Animal Crossing spielen können. Frag mich nicht. Da konnten die dann ihr eigenes Haus machen und dann wollten sie immer öfters zu mir herkommen und dann haben sie halt ihre Häuser gebaut. Wie in dem Eichenlaub, so. Und Sonic Adventure 2 Battle. Das ist auch eines der geilsten Spiele, das ich jemals gespielt habe auf irgendeiner Konsole. Ich habe es jetzt auch auf dem PC, das ist allerdings nicht mehr so cool. Das habe ich sogar mal gestreamt. Ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall, da an diesem Spiel war das Coole, dass es halt Sonic ist. Sonic ist sowieso immer cool. Ach, diese Map schon wieder. Wir sind ein Leafblock. Wo sollen wir uns denn als Leafblock hinstellen? Keine Ahnung. Gibt es hier irgendwo Bäume? Fragezeichen. Im Weltall? Im Weltall gibt es doch bestimmt irgendwo Bäume. Da ist ein Baum. Da müssen wir rein. Können wir da rein? Letztes Mal ging das ja nicht, dass wir auf den Knopf drücken konnten. Nee. Ah, ich komme da nicht rein. Ich komme da nicht rein. Aber da geht das erst, wenn es losgeht. Warte, probieren wir aus. Good luck. Dankeschön. Ich will da rein. Scheinbar nicht. Nein. Okay, als Block kann man keine Knöpfe mehr drücken, was ich sehr schade finde. Aber gut. Stellen wir uns also hier hin. Das fällt bestimmt nicht auf. Wir gehören hier hin. Wobei, ach so, man konnte Kaus züchten. Das Quaus sind so kleine, niedliche Viecher. Und die konnte man dann füttern und stärker machen. Und dann konnten die Karate kämpfen und in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten. Zum Beispiel in Fliegen oder Stärke oder halt immer so einen Parcours absolvieren. Und das Coole daran war, dass der GameCube so eine Speicherkarte hatte und man dann die Chaos auf diese Speicherkarte raufpacken konnte und dann mit dieser Speicherkarte zum Freund gehen konnte. Und seinen eigenen Kau gegen die Kaus der anderen antreten lassen konnte. Das war richtig geil. Haben wir auch sehr ausgiebig genutzt. Auch fast jeden Tag getroffen, immer mit der Speicherkarte hingegangen, Kaus gegeneinander kämpfen lassen. War schon cool. Jo, so viel zum GameCube. Natürlich hatte ich da auch Super Smash Bros. Melee. Melee war das da, ne? Melee auf der GameCube? Ich glaube schon. Das war natürlich auch ganz cool. Was heißt sonst noch auf der GameCube? Mario Dance Party. Das war auch richtig cool. Mit so einer Tanzplatte. Mit so einer Tanzmatte, wo man dann tanzen konnte. Das, ja. Sowas hatte ich alles. Muss bestimmt richtig affig ausgesehen haben. Aber hat Spaß gemacht, so zu tanzen. Und ich dachte, ich kann dadurch vielleicht ein bisschen Funde verlieren, obwohl ich nicht wirklich dick bin. Bla bla. So, das war der GameCube. Dann habe ich irgendwann eine Wii bekommen. Das ist auch witzig. Ich habe meine Wii bekommen dafür, dass ich die 6. Klasse auf dem Gymnasium geschafft habe. Mann, da hat man ja richtig Angst, wenn man hier die Leute hört. Genau. Weil ich die 6. Klasse geschafft habe, weil meine Eltern mir gesagt haben, ja, Dizzy, wenn du. Ja, die haben Dizzy gesagt, ganz bestimmt. wenn du die 6. Klasse Gymnasium schaffst, dann hast du das Schwerste hinter dir, dann schaffst du auch das Gymnasium, ganz easy. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich schaffe die 6. Klasse, wenn ihr mir dafür eine Wii U, wenn ihr mir dafür eine Wii schenkt.
Ja, haben sie eingestimmt und ja, hab die 6. Klasse geschafft und dann eine Wii bekommen. So bin ich zu meiner Wii gekommen. Ist das nicht toll? Richtig, ja, richtig schlitzohrig von mich. Ich wundere mich gerade, dass sie mich nicht finden. Naja, egal. Genau. Was hatte ich sonst noch? Ich hatte, ja, sonst habe ich natürlich noch ein DS. Ganz schön viele DS hatte ich. Ich hatte den Anfangs-DS. Der war so glitzernd bläulich. Mit Nintendogs damals, war mein erstes Spiel dafür. Der war ganz cool. Dann hatte ich den DSi. Ne, erst den DS Lite. Der DS Lite kam als erstes. Den DS Lite, dann habe ich mir den DSi gekauft. Und jetzt habe ich den Nintendo 3DS XL. Also ich hatte quasi alle DS, die es so gab. Und ihr merkt schon, ich war echt voll das Nintendo-Kind. Ich habe voll viele Nintendo-Konsolen gehabt. Oder habe immer noch ganz schön viele davon. Also mein GameCube und meine Wii habe ich auch noch. Die Wii U habe ich nicht. Ich habe gar keine der neuen Konsolen irgendwie. Die PS4 auch nicht und die Xbox One auch nicht. Tja, egal. Und ich hatte auch nie eine PS1 oder PS2. Aber dafür hatten die immer ein paar Freunde. Die erste Xbox hatte auch einen Kumpel von mir, aber die fand ich nicht so geil. Genau, aber ich hatte natürlich auch ein paar Sony-Konsolen. Zum Beispiel habe ich jetzt die PS3 mit ganz schön vielen Spielen. Und weil ich diese ganzen Spiele habe, ich glaube, auf der PS4 kann man diese ganzen Spiele gar nicht mehr spielen, oder? Auf jeden Fall nicht von der CD aus. Deswegen kaufe ich mir auch keine PS4. Was will ich mit der PS4? Puh. Nee, mache ich nicht. Und ich hatte auch eine PSP. Aber die ist mir irgendwie kaputt gegangen oder gemacht worden während einem Streit. Hab dann aber eine PSP Lite bekommen. Und da war Patapon. Patapon war richtig cool auf der PSP. Wenn ihr eine PSP habt und noch nie Patapon gespielt habt, kauft euch Patapon. Das ist witzig. Das ist so ein Rhythmusspiel, wo ihr mit kleinen schwarzen Pünktchen Gegner angreift, indem ihr in Rhythmus trommelt. Ja, hört sich komisch an, ist aber. Ah nee, doch Patapon. Das war Patapon. Wie hieß das andere? Das gab noch so ein Spiel, wo man gelbe Viecher spielte. Auch so ähnlich. Patapon, patapon, patapon. Hä? Wie ist denn das andere? Locoroco. Locoroco ist auch richtig geil. Locoroco für die PSP. Jo, richtig cool. Und natürlich Monster Hunter habe ich auch richtig oft gezockt. Auch mit Tidus. Da werden wir gefunden. Nein, nein, ich habe noch ein halbes Leben. Niemals kriegst du mich. Hilfe. Ist sonst noch hinterher? Wir sind doch nur ein Leafblock. Als wenn wir da auffallen zwischen den ganzen. Okay, ich glaube, wir sind tot. Obwohl. Okay, die beachten uns. Wieso war der schneller als wir? Unlogisch. Oh, wir hätten nur noch 8 Sekunden überleben müssen. Verdammt. Ich habe immer noch nicht die erste Frage beantwortet. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich will mehr Fragen beantworten. Mehr. Und die Folge geht halt auch jetzt schon über 10 Minuten. Ich glaub's ja nicht. Ja, wir sind ein Zika. Pow, 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 pow. Und jetzt bin ich wieder da raus. Achso, genau. Monster Hunter, ganz viel gespielt. Und. Ist hier irgendeine Lobby frei? Lobby, die ist frei. Da gehen wir rein. Okay. Und ein sehr geiles Spiel. Natürlich Final Fantasy Crisis Core. Müsst ihr spielen. Crisis Core ist das beste Final Fantasy, das ich jemals gespielt habe. Und ein God of War Teil gab es da ja auch. Das war auch richtig geil. Und noch ein richtig geiles Spiel. Alter, PSP hat ja richtig geile Spiele. Fällt mir gerade so auf. Da habe ich echt eine. Da habe ich echt Spiele gespielt, die ich richtig, richtig geil fand. Was Konsolen meistens gar nicht so geschafft haben. Finde ich gerade krass. Naja, okay. Dafür, dass die PSP so wenig Spiele hat und dann hat sie trotzdem so geile, ist schon krass. Und da ist noch ein Spiel, welches aber sehr gut zu der nächsten Frage passt eigentlich. Ja, das passt sogar ziemlich gut zur nächsten Frage. Und zwar habe ich noch eine Frage von Jakob Torwart bekommen. Wir sollten uns vielleicht mal ein. Wir holen uns wieder Eichenlaub. Keine Ahnung, wie die Map ist, aber wir nehmen Eichenlaub. Von Jakob Torwart und er hat gefragt: Wie bist du auf den Namen Dissidious gekommen? Diese typische Frage halt. Habe ich auch ganz oft schon bekommen. Aber ich habe die jetzt irgendwie von Jakob Torwart rausgenommen, weil der immer schön kommentiert und dann freut es ihn bestimmt auch, wenn er mal hier eingeblendet wird. Warte, wir sind im Leafblock, ne? Dann sollten wir in der Nähe von Bäumen uns aufhalten. Oder von diesen Dingern hier. Das fällt aber auf, oder? Ach Quatsch, das fällt nicht auf. Wir stellen uns hier hin. So. Ja, perfekt. Einfach nur perfekt.
wie ich auf den Namen des Cities gekommen bin. Und zwar kommt das einfach von dem Spiel, von dem PSP-Spiel Final Fantasy Dissidia. Ja, ja, Final Fantasy Dissidia, auch ein richtig geiles Spiel. Ein Kampfspiel, wie nennt man sowas? Ein Beat-em-up-Spiel mit den ganzen Final Fantasy-Charakteren. Und ja, einfach von Dissidia abgeleitet zu Dissidius. Weil Dissidia eher weiblich klingt und Dissidius halt männlich und ich männlich bin, also Dissidia, Dissidius. Und Dissidius ist auch lateinisch und bedeutet so viel wie Konflikt. Oh nein, der wird uns gleich schlagen, ich gehe schon mal weg. Darauf habe ich keine Lust, geschlagen zu werden, ist nicht toll. Deswegen gehe ich jetzt hier hin. Kommt der hoch? Nö. Hier fallen wir nicht auf. Sag ich doch. Ah, schlägt aber alles. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt... Wenn er hier nicht durchgeht, dann ist alles gut. Okay, er geht weg. Ja, das ist es. Das heißt so viel wie Konflikt und das fand ich passt auch gut zu meinem Charakter. Also zu mir, zu meinem Charakter. Charakter ist richtig, ja. Charakter. Aber warum das so ist, kann euch ja egal sein. Auf jeden Fall fand ich, das passte ganz gut. Ja, das war jetzt eher eine kurze Antwort auf eine recht häufig gestellte Frage, aber ja gut, ist halt so. Einfach nur von Dissidia abgeleitet. Von Dissidia, von dem Spiel. Dissidia, ja. Ist so. Okay, was habe ich denn hier sonst so für Fragen genommen? Von Michi Straub hat gefragt, ob ich einen Beruf oder eine Ausbildung habe und wenn ja, was? Ja, ich habe eine Ausbildung zurzeit, oder ich bin in einer Ausbildung zurzeit, als Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration, langer Name. Ja, halt Informatik, Computer, Server aufsetzen, blub, blub, blub. Und da bin ich auch gerade in meiner Abschlussprüfungsvorbereitung eigentlich. Also in 3 Wochen habe ich meine Abschlussprüfung, habe ich voll Angst vor, ich habe auch irgendwie noch nicht so viel gelernt. Aber yeah, ist ja auch egal. Müsste ich mal lernen, verdammt. 3 Wochen ist nicht viel. Voll, ist das voll viel, was ich da lernen muss. Egal. Oh, er hat es gefunden. Oh nein, wie konnte das denn sein? Oh nein. Verdammt. Egal. Manu, das ist immer so stressig, Fragen zu beantworten, während man hier irgendwas kaputt macht. Ich stehe lieber nur rum und mache gar nichts. Ja, und nach der Ausbildung, weiß ich, da wollte ich, also geplant ist, dass ich dann ein Jahr Travel and Work in Japan mache. Genau, in Japan. Und in Japan werde ich jetzt wahrscheinlich auch über Weihnachten sein mit dem Tidus. Aha, da habe ich einen gefunden. Haha, yeah, 5 Punkte, ich bin der Beste. So, habe ich meinen Soll erfüllt, jetzt muss ich nichts mehr finden. Und ja, dann irgendwann mal ein Jahr. Ich werde wahrscheinlich noch nach der Ausbildung ein bisschen in meinem Betrieb bleiben. So ein paar Monate, damit ich ein bisschen Geld ansammeln kann, damit ich mir auch das Jahr da leisten kann. Und dann bin ich da. Wenn alles gut geht, wenn die mich überhaupt annehmen. Kann nämlich auch sein, dass sie mich nicht annehmen. Aber deswegen lerne ich jetzt gerade nicht für Japanisch, aber eigentlich lerne ich ein bisschen Japanisch. Nur jetzt gerade wegen der Abschlussprüfung nicht. Aber ja. Und wahrscheinlich werden dann auch Vlogs kommen. Ich weiß nicht, ob auf diesen Kanal oder ob ich sie überhaupt hochlade. Auf jeden Fall werde ich Vlogs machen. Aber ob ihr die dann zu Gesicht bekommt, ist die andere Frage. Genau. Ja, ich glaube, mehr Fragen habe ich gar nicht rausgesucht. Ich guck nochmal. Nö. Oder? Nee. Wow, okay. Dann passt das ja sogar doch ganz schön gut mit der Zeit. Wow, cool, ich habe das ganz toll getypt hier. Ganz toll gemacht, Dizzy. Ja, dann war's das für diese Fragerunde. Weil sich das jemand gewünscht hat. Und wenn ihr weitere Fragen habt, die ich irgendwie beantworten soll oder so, ich habe auch noch ein paar. Ein paar, ich weiß nicht wie viele. Auf jeden Fall speichere ich mir die immer ab und dann beantworte ich die irgendwann. Die Fragen von heute sind auch schon richtig alt gewesen. Ich sollte vielleicht mal öfter so eine Fragerunde machen. Aber das ist immer, man muss sich davor dann immer Gedanken machen, was man sagt. Ist halt ein bisschen komisch. Aber egal, eigentlich macht mir das Spaß. So. Ja. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die Fragen an bei Twitter an Hashtag FragDizzy, also Hashtag FragDizzy stellen. Könnt mich dann auch noch verlinken. Mein Twitter-Account-Name ist DizzyDSDX, so. Und dann kann ich da mal reingucken wegen neuen Fragen.
Das wäre eigentlich ganz cool, das wäre auch praktischer, weil jetzt habe ich das irgendwie von Twitter so, wenn mir die reinkamen, habe ich die Fragen genommen oder bei YouTube oder Facebook. Bei Facebook war vorhin heute, glaube ich, keine Frage dabei. Aber ja, dann einfach fragte sie, das wäre eigentlich ganz cool. Auch wenn fragte sie jetzt nicht wirklich einfallsreich ist. Aber ja. Wenn ihr eine bessere Idee habt für irgendeinen Hashtag, dann könnt ihr mir das ja auch mal sagen. Wäre ich stolz drauf. Aber irgendwas mit Dizzy wäre schon cool. Dizzy AFQ. Nee, FAQ. Nee, fragt ihr sie schon. Okay, erstmal, oder? Ihr könnt euch ja irgendwas ausdenken. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben oder so. Und wenn da viel reinkommt, dann kann ich auch mal mehr FAQ-Dinger machen. Und dann würde ich sagen, war's das für diese Folge? Ja. Krass, wie schnell diese 20 Minuten umgehen, wenn man nur drei Fragen beantwortet. Die erste Frage war so lang. Richtig komisch. Egal. Und dann bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr ein paar Fragen einschickt und wenn es euch gefallen hat, ein Like da lasst. Wow, das mache ich eigentlich nie. Das sagen. Egal. Und dann bis zum nächsten Mal und. Warte. Warte, warte, warte. Kann man hier irgendwie. Warte, warte. Moment, Moment, Moment. So. Tschüss.